Die Robert Langdon-Reihe findet mit Inferno endlich ihre Fortsetzung. Sie sind der Menschheit letzte Hoffnung. Nach Illuminati und The Da Vinci Code schlüpft Tom Hanks erneut in die Rolle des Symbolologen Robert Langdon. Amerikanischer Milliardär. Er hat gesagt, jemand musste Maßnahmen ergreifen. Er hat diese Karte hinterlassen. In der Verfilmung des Bestsellers von Dan Brown ist Langdon dieses Mal auf der Suche nach einem Virus, mit dem ein Milliardär und Biochemiker die Überbevölkerung der Erde eindämmen will. Langdon und die Ärztin Sienna Brooks, gespielt von Felicity Jones, machen sich auf eine mit Gefahren gespickte Schnitzeljagd auf den Spuren von Dantes Inferno. Ich will nur wissen, ob ich auf der richtigen Seite stehe. Und los, schnapp ihn! Im Sinister Fulda kann man sich ab dem 13. Oktober mit Robert Langdon auf sein bisher gefährlichstes Abenteuer begeben. Du bist anders. Das macht den Leuten früher oder später Angst. Accountant heißt übersetzt Buchhalter. Und als ein solcher erledigt der hochbegabte Christian Wolf alias Ben Affleck heimlich die Buchhaltung mehrerer gefährlicher Unterweltorganisationen. Opfer oder nicht? Du musst dich entscheiden. Als Mathematikgenie dringt Wolf immer tiefer in ein verwirrendes Geflecht aus Zahlen ein. Und immer mehr Menschen aus seinem Umfeld sterben auf mysteriöse Weise. Mozart und Picasso gemein hätte es mit jedem von uns. Er hat hochentwickelte kognitive Fähigkeiten. The Accountant wird als Cinemanfor-Premiere am 19. Oktober um 20.15 Uhr im Sinister Fulda gezeigt. Wie immer mit zwei Bier zum Preis von einem. Definieren Sie normal. Vielleicht ist er zu mehr imstande, als wir uns vorstellen können. Der offizielle Filmstart von The Accountant ist am 20. Oktober. Meine Damen und Herren, Sie sind heute dazu aufgerufen, Schöffen bei einem deutschen Gericht zu sein. Noch vor der Premiere des größten deutschen Fernsehexperiments können Kinogäste in Fulda Terror ihr Urteil miterleben. Bitte nehmen Sie diese Verantwortung ernst. Am 14. Oktober um 20 Uhr haben Kinogäste die Aufgabe, über Schuld oder Unschuld zu entscheiden. Quasi als Geschworene müssen sie ein Urteil fällen, ob dem angeklagten Piloten 164-facher Mord vorgeworfen werden kann oder ob es wichtiger war, durch den Abschuss einer Passagiermaschine 70.000 Menschenleben zu retten. Das Leben von 164 unschuldigen Menschen gegen das Leben von 70.000. Held oder Mörder? Das Publikum entscheidet darüber, wie der Film nach dem Theaterstück von Ferdinand Schirach endet. Urteilen Sie ausschließlich nach dem, was Sie selbst für richtig halten. Sie sind ein Mann, der die Welt wie durch ein Schlüsselloch sieht. Sie haben immer versucht, es zu vergrößern. Ihre Arbeit rettete tausende Leben. Die neueste Verfilmung eines Marvel-Comics heißt Doctor Strange. Stephen Strange, alias Benedict Cumberbatch, ist ein arroganter Neurochirurg. Nach einem Autounfall kann er seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er muss sein verletztes Ego überwinden, um eine Welt voller verborgener Mysterien und alternativer Dimensionen kennenzulernen. Strange wird zum mächtigsten Magier der Welt und soll undercover das Universum vor einer nicht greifbaren Gefahr retten. Es gibt so viel, das ihr nicht wissen. Zeigen Sie es mir. In der Reihe Action Heroes läuft Doctor Strange am 26. Oktober um 20.15 Uhr in 3D im Sinister Fulda. Einen Tag später ist Bundesstart des Streifens. Alle Neustarts im Sinister Fulda im Überblick. Am 6. Oktober starten Insel der besonderen Kinder, Sausage Party, Blair Witch und Unsere Zeit ist jetzt. Am 13. Oktober starten Verrückt nach Fixie und Inferno. Am 20. Oktober starten Trolls, Ouija 2, Kaltes Herz, Burg Schreckenstein, Bridget Jones Baby und Accountant. Am 27. Oktober starten Girl in the Train, Kubo der tapfere Samurai, Störche, Abenteuer im Anflug und Doctor Strange.